Da sind wir ja verbrannte Kinder. Das ist uns ja in der Saison, gerade in der Phase, wo es nicht lief, dann oft passiert, dass wir gedrückt haben und dann wir haben den Lucky Punch gekriegt, heute haben wir ihn gesetzt. Was mich optimistisch gestimmt hat, dass wir in regelmäßigen Abständen Großchancen hatten. Die haben auch sehr gut rausgespielt, gute Laufwege, gute Bälle in die Tiefe, immer wieder sie ins Laufen gebracht, wo sie dann auch Probleme hatten. Und von der Seite haben wir immer dran geglaubt, dass hier noch was geht, weil auch beide Stürmer dann eben sehr präsent waren. Aber ein bisschen Glück hat dann natürlich auch dazu gehört, aber das hat sich Nikolas Hebisch erarbeitet und am Ende des Tages wird ein Stürmer dann auch dafür belohnt, wenn er immer wieder Gas gibt. Das ist schon intensiv so, wie wir spielen wollen, gerade für die erste Reihe. Und da kann hier und da natürlich mal ein bisschen Konzentration fehlen vor dem Tor dann im entscheidenden Moment, aber wir können und wir wollen nur so spielen. Und dafür sind wir bis jetzt belohnt worden mit dieser Serie und da wollen wir dran festhalten.